Lockangebote ohne Ende, aber keiner kommt. So sieht's in vielen deutschen Einkaufszonen aus, auch wenn's nicht so kalt ist. Minus 10 Grad in Günzburg, einer kleinen bayerischen Stadt. Da traut sich nur raus, wer dringend etwas braucht. Grüß Gott. Hallo, ich brauche einen Skihelm. Skihelm? Ja. Dann gehen Sie doch am besten mit mir nach hinten, dann zeige ich Ihnen, was wir da haben. Okay. Schon nächste Woche soll es für mich losgehen. Können Sie gerne mal aufprobieren. Ich will in den Skiurlaub und das wird bestimmt teuer. Menga JV Alpina. Ich wollte noch mal ganz schnell gucken, wie viel das möglicherweise bei der Konkurrenz kostet. Was kostet er denn hier, wenn ich fahren will? Bei uns kostet der Helm im Moment 129 im Sonderpreis. 129? 129 Euro. 119, 106. Müssen Sie halt jetzt, wenn Sie wirklich im Internet nachschauen, haben Sie halt nirgendwo die Gewähr, dass er Ihnen von der Größe her passt. Hier haben Sie den in der Größe, den Sie genau brauchen und Sie bekommen ihn sogar mit Beratung. Ja, aber wenn ich das online bestelle, dann kann ich es natürlich auch mir liefern lassen und das wieder zurückschicken. Das ist überhaupt gar kein Problem, das können Sie bei uns genauso. Gehen Sie auf unsere Webseite wirin-günzburg.de und dann kriegen Sie den Helm, wenn Sie ihn heute bis 16.30 Uhr bestellen, sogar noch heute geliefert. Wirin-günzburg.de gibt es seit einem halben Jahr. 50 Händler, tausende Angebote. Nicola Tesch hat die Seite aufgebaut. Ist das Günzburgs Antwort auf Amazon? Ganz ehrlich, gegen Amazon hat keiner eine Chance. Auch wir als Günzburger Unternehmen jetzt nicht in diesem Sinne, sondern diese Website ist wirklich einfach dazu da, sich online zu präsentieren. Die Kunden kommen sowohl aus ganz Deutschland als auch aus Günzburg. Wir haben quasi Hälfte Günzburger, Hälfte deutschlandweit Bestellungen. Aber kann das den Umsatzrückgang durch Bestellungen bei zum Beispiel Amazon stoppen? Im Buchladen, wo auch Schulbedarf wie Ranzen angeboten wird, erfahre ich einen weiteren Trick der Kunden. Wenn man den Barcode fotografiert, was passiert dann, Herr Hutter? Ja, dann ist es so, dass Sie heutzutage eine Software haben, wo automatisch dann hier das Produkt im Internet angezeigt wird. Es gibt also Kunden, die in den Laden kommen, sich die Produkte anschauen und dann, wenn ihnen das Produkt gefällt, fotografieren. Das ist natürlich ganz schön dreist. Also ich meine, ja, sicher. Man nennt das manchmal auch Beratungsklau, aber das ist halt heute so. Ich habe hier in Günzburg auch mal eine Geschäftskollegin getroffen, die mir gesagt hat, eine Frau hat 10 Hosen anprobiert und am Schluss hat sie das Foto gemacht und hat gesagt, die bestelle ich jetzt im Internet. Hermann Hutter ist deshalb schon seit Jahren selbst im Internet aktiv. Er hat ein eigenes Lager mit hunderttausenden Artikeln. Die Leute gehen immer seltener in die Stadt, sagt er, und das hat Folgen. Wenn man nicht in der Stadt ist, kann man keine Impulskäufe machen. 70% aller Käufe sind Impulskäufe. Und damit quasi, wenn ich nicht den Mantel kaufe, nicht in die Stadt fahre, habe ich auch nicht die Chance, ein Buch oder einen Stift zu kaufen. Auf der anderen Seite sind die Kunden dank Internet so gut informiert wie noch nie, wenn sie in den Laden kommen. Und davon profitieren die Händler. Auch in diesem Weinladen fragen Kunden gezielt nach Produkten, probieren den Wein und lassen ihn sich dann zuschicken. Ich habe nur italienische Weine, davon aber 800 verschiedene. Aus allen Regionen Italiens, von Nord nach Süd, über die Inseln. Sie finden bei mir Rotweine, Weißweine, Roséweine und auch Schaumweine. Eine Auswahl, wie man sie normalerweise nur in großen Städten findet, biete ich hier in Günzburg in einer relativ kleinen Stadt. Das geht aber nur, weil ich eben die Kombination betreibe zwischen stationären Handel und Onlinehandel. Ohne den Onlinehandel im Hintergrund könnte ich kein so großes Sortiment vorhalten und könnte auch die günstigen Preise nicht anbieten. Was zahle ich denn dafür? 9,80 Euro. Wenn ich das jetzt in Berlin bestellen würde, ich wohne ja in Berlin, wie viel würde ich dann dafür bezahlen? Überhaupt kein Problem. Sie zahlen auch 9,80 Euro dafür. Sie bestellen es über die Plattform Wirin Günzburg. Dort verschicken wir die Weine versandkostenfrei innerhalb Deutschlands. Zum Wohl. Dank Internet haben die Läden jetzt eine echte Überlebenschance.